Hallo und herzlich willkommen erneut zurück hier in der Brick World. Heute Update 49 und wenn alles gut gelaufen ist, dürfte es noch gar nicht so lange her sein, dass ihr Update 48 gesehen habt. Nachdem letzte Woche leider nur ein Video kam, das sogar schon zu spät und am Wochenende gar kein Video aus diversen Gründen und das 48er erst am Montag erschien, deswegen habe ich mir gedacht, wir versuchen einfach diese Woche erst ein Video nachzuholen. Deshalb heute Update 49 und wir gehen tatsächlich einfach nochmal dorthin, wo wir zuletzt waren. Und zwar wir gehen hier in den Bereich des Bahnhofs der Stadtmauer und werden hier heute noch ein wenig nacharbeiten, weiterarbeiten. Und eine Sache, die ich in den Kommentaren gelesen habe und die durchaus stimmt, die kam ein paar Mal, aber nur einer hat es deutlich genannt und auch einen Lösungsvorschlag genannt. Und zwar geht es darum, dass die Mauer des Bahnhofs doch etwas nah an der Stadtmauer ist. Das heißt, wir haben hier nicht mal mehr eine halbe Baseplate. Und die Idee war, dass man diesen Teil des Bahnhofs ein wenig zurücksetzt, dadurch hier vorne etwas an Platz gewinnt und dadurch auch mehr von beidem sehen kann. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich werde mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Und dann bauen wir natürlich auch ein paar Sachen noch weiter heute. Also, bis gleich. Das heutige Video aus der Brick World entstand mit freundlicher Unterstützung von boni.tv. Dort gibt's kostenlose Gutscheine und Cashback für mehr als 2700 Online-Shops. Und kleiner Tipp am Rande, ihr findet dort auch den ein oder anderen Gutschein für Freunde von Klemmbaustein. Vielen Dank nochmal! Hier sieht man jetzt sehr schön, dass die Umbauarbeiten begonnen haben. Ich konnte glücklicherweise das Stück hier vorne fast als Ganzes rausnehmen. Das heißt, wir können das relativ leicht dann wieder einbauen. Und man sieht jetzt hier noch die alte Schlussmauer, die eigentlich ursprünglich auf diesem Modul lag. Und ja, wir gehen jetzt ungefähr, das heißt ungefähr, wir gehen ziemlich genau 8 Stats nach hinten. Dadurch wird das Ganze hier ein bisschen luftiger. Und ich glaube, es gefällt mir wirklich hier viel besser. Es macht nochmal ein bisschen mehr Struktur in den Bahnhof, weil wir eben nicht gleich wieder auf die gleiche Höhe gehen. Und es wird natürlich wirklich sehr viel luftiger hier vorne, das heißt, ja, es gefällt mir. Wir werden gleich mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze jetzt wieder rückgebaut habe. Aber ich glaube, es war eine sehr gute Idee von verschiedenen Leuten aus den Kommentaren. Ich weiß natürlich mal wieder gerade nicht, wer es am Ende war, der auch den Vorschlag gemacht hat, das Ganze hier nach hinten zu bauen. Ich sollte es mir echt mal aufschreiben. Aber vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, es ist eine super Idee. Und da ist der Rückbau auch schon abgeschlossen. Ich gehe mal hier ein bisschen nach vorne auf die andere Seite und wir sehen, wir haben jetzt hier deutlich an Platz gewonnen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee gewesen. Wir sparen im Endeffekt auch einiges an Teilen im Bahnhof. Das heißt, der Bahnhof wird wahrscheinlich ein bisschen billiger irgendwann, aber immer noch schweineteuer. Ja, ich habe alles wieder zurückgebaut. Wir haben jetzt im Prinzip das gleiche wie vorher, nur eben 8 Stats nach hinten gesetzt. Und wir kriegen dadurch auch eine etwas andere Form. Aber auch das gefällt mir ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen weiterbauen. Ich denke, dass wir jetzt mal hier alles ein bisschen begrünen. Zumindest begrünen im Sinne von, dass wir Plates setzen. Und dann schauen wir mal, was wir dann heute alles noch so machen. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich da noch ein bisschen, sagen wir mal, eskaliert. Und zwar habe ich jetzt hier die komplette Wand hochgezogen. Und zwar sogar von beiden Seiten. Also auch innen ist die, so wie wir sie auch an anderen Orten haben, mit weißen Steinen verkleidet. Wir haben hier die Eingangstür und damit haben wir dann auch schon von der Front jetzt dann tatsächlich alle drei Eingänge für den Bahnhof schon platziert und gebaut. Und die ganze Front hier, das heißt wir kriegen jetzt langsam, ich mache das mal ein bisschen weiter, ich werde mal hier ein bisschen rauszoomen auf ein anderes Objektiv, eine schöne Form von dem ganzen Bahnhofsgebäude. Und jetzt sehen wir natürlich auch mal sehr schön, dass wir dann hier natürlich viel mehr Platz haben. Ist sicherlich eine gute Idee gewesen. Dabei bleibe ich. Und was ich jetzt, denke ich, noch machen möchte, auf jeden Fall in dieser Episode ist, glaube ich, dass ich auch noch dieses Stück Wand so weit wie möglich hochziehe. Dann hätten wir nämlich tatsächlich diesen Bereich hier fertig und können dann Haken dahinter setzen. Also zumindest fertig bis zum Abschluss der ersten Etage des Bahnhofs. Ich werde das jetzt noch machen. Und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht, wenn das tatsächlich zum ersten Mal auch hier eingebaut ist. Bevor wir jetzt gleich gucken, was ich noch gebaut habe an der Bahnhofsfront, kleiner Tipp zum Thema Steine kaufen. Und zwar diese Elemente, die ich ja in den großen Fenstern des Bahnhofs nutze,
sind relativ selten in dieser Farbe. Also wenn man sie einzeln bei verschiedenen Händlern kauft, kann man sie schon mal für 50 bis vielleicht 70 Cent kaufen. Wenn man mehrere davon braucht, also wirklich größere Mengen, was auch hier im Bahnhof der Fall sein wird, zahlt man, wenn man jetzt mal einen Händler in Deutschland findet, der vielleicht so 10, 20 Stück davon im Angebot hat, locker mal 3 Euro das Stück, zumindest das letzte Mal, ein paar Mal, als ich nachgeschaut habe. Es lohnt sich in der Hinsicht tatsächlich mal auch ins europäische Ausland zu schauen. Ich habe nämlich diesen Sack mit ursprünglich 13 Stück mit Porto aus Belgien bestellt. Und zwar umgerechnet, wenn ich das Porto mit einrechne, hat mich da von einer nur noch 30 Cent gekostet. Das waren, glaube ich, 13 oder 14 Stück. Natürlich deutlich billiger. Also wenn ihr Steine braucht in größeren Mengen, die eigentlich ziemlich teuer sind, schaut auch mal nicht in den deutschen Markt oder in den deutschsprachigen Markt, sondern auch ein bisschen weiter hinaus. Auch wenn ihr ein bisschen mehr Porto zahlt, kann es sein, dass die Steine billiger sind. Aber zurück zum Bahnhof. Ihr seht, ich habe die kleine Wand hier fertig gebaut. War ein bisschen aufwendiger, weil sie eben dadurch, dass sie verkürzt ist, ein bisschen anders zu bauen war als die auf der gegenüberliegenden Seite. Aber ich denke, ich versuche jetzt mal hier mit der Kamera ganz elegant hier reinzufahren. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben, ich versuche es hinzukriegen, ja, ein großes Fenster hier noch in die Front bekommen. Und wir haben tatsächlich jetzt diesen Bereich in der Hinsicht von der Front fertig. Mir gefällt es. Hier wird natürlich dann noch einiges folgen müssen. Wir brauchen hier natürlich nochmal 2 große Fenster und die ganze Struktur. Mal schauen, wann wir das bauen. Ich weiß es noch nicht genau. Mir fehlen dann jetzt auch mal wieder ein paar Steine dafür, die ich noch nachbestellen müsste. Aber wie gesagt, das ganze Projekt frisst natürlich Steine wie nichts. Wir haben natürlich hier auch, dadurch, dass wir die Front natürlich mit diesen Modified Bricks bauen und davor dann noch Plates setzen, Teils meine ich, natürlich einen enormen Verbrauch an Steinen. Aber es hat natürlich eine hübsche Struktur, die eben nicht so flach aussieht. Und ja, das ist der aktuelle Stand der Bahnhofsfront und eine Sache, ich überlege mal, ob ich das heute noch in diesem Video mache, schauen wir gleich mal. Noch ein Vorschlag aus den Kommentaren war, was natürlich jetzt auch noch besser ist, nachdem wir jetzt hier natürlich mehr Platz zwischen Stadtmauer und dem eigentlichen Bahnhofsgebäude haben, dass man vielleicht eine Art kleinen Trampelpfad hier an den Bäumen entlang, ups, da schmeiße ich fast den Baum um, hier ein bisschen entlang bauen könnte und da vielleicht noch ein, zwei kleine Szenen einbauen könnte. Heißt natürlich, dass ich hier ein bisschen aus dem grünen Zeug wieder abreißen muss, deshalb, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, auch wenn es eine nette Idee ist, um eben hier dann doch noch ein bisschen mehr zu haben als nur grün. Ihr werdet gleich sehen, ob ich es mache oder nicht. Bis gleich. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht und hier angefangen, einen kleinen Trampelpfad einzubauen. Der ist jetzt erstmal hier vorne nur, bis dort hinten zu unserem Kopfsteinpflaster. Und hier hinten wird dann später noch weitergeführt. Natürlich bis zur Kante erstmal. Die Lücke hier muss ich ja dann nächst noch schließen, aber ich habe tatsächlich gar keine größeren Mengen an grünen Plates mehr, habe ich schon bestellt. Kommen vermutlich diese Woche noch. Aber ja, es hat auch einiges an Plates gefressen, das Ganze hier. Glaubt man immer nicht, aber es muss ja gemacht werden, sonst sieht es ja nicht so aus, wie man es will. Ansonsten, Trampelpfad ist gekommen. Ich habe noch einen größeren Nadelbaum dazugesetzt, fand ich ganz nett hier unten. Irgendjemand in den Kommentaren meinte tatsächlich auch, dass Nadelbäume gerne in Dreiergruppen gesetzt werden. Ich weiß natürlich jetzt auch wieder nicht, wer das war. Ich wollte eigentlich noch nachschauen, ob das einen besonderen Grund hat, warum man das macht. Aber ich habe jetzt einfach eh noch den Plan gehabt, hier noch einen dritten Baum hinzusetzen. Und ja, was kann ich sagen? Mir gefällt es, ich hoffe, euch gefällt es auch. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ebenso, was man vielleicht hier in dem Bereich, wo wir jetzt doch ein bisschen mehr Platz haben, noch machen könnte. Der Trampelpfad geht natürlich hier noch irgendwie weiter. Aber hier hätten wir noch Platz für irgendwas Nettes abseits von Bäumen und Pflanzen. Vielleicht fällt euch irgendwas ein, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich gerne, wenn wir das nächste Mal am Bahnhof weiterbauen, tatsächlich innen etwas weiterbauen. Meine Idee ist, dass wir hier direkt einen relativ kleinen Laden bauen, vielleicht in dieser Größe. Also irgendwas Kleines, was weiß ich, vielleicht einen Zeitschriftenladen oder so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was genau ein relativ kleiner Laden hier vorne sein könnte. Und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn alles gut läuft, kommt dieses Video am Mittwoch raus. Das heißt, wir hatten genau 2 Tage Unterschied zu unserem Montagsvideo. Und sind damit auch wieder im Plan. Das heißt, wenn wir dann noch am Samstag oder am Sonntag ein weiteres Video hinbekommen, dann haben wir diesen Monat tatsächlich alle geplanten Videos hinbekommen.
Ich bin gespannt, ob es klappt. Wir sehen uns dann sicherlich bald wieder. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen vielen Kommentare, die ihr immer schreibt. Und wie ihr inzwischen seht, ich gehe auf eure Kommentare ein. Heute wurden sogar drei Sachen auf Basis eurer Kommentare hier eingebaut. Zum einen die Rückverlegung der Front hier, der Prampelpfad und der dritte Baum. Also ihr seht, Kommentare lohnen sich und es lohnt sich ja auch für mich, weil ich eben Input bekomme und damit eben auch Dinge baue, die ich aus meinen eigenen Gedanken so vielleicht nie gebaut hätte. Aber genug der Worte. Bis zum nächsten Mal. Viel, viel Spaß beim selber bauen. Danke fürs Zuschauen. Danke für die vielen Abos. Wir nähern uns, glaube ich, jetzt in 3.500. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Tschüss.